Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13.12.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1132. Heute mit den folgenden Themen: Matter, Wallet, Fritz Deckt, Instagram und Roboter. Starten wir gleich mit Matter, dem zukünftigen, hoffentlich bald irgendwann kommenden Smart Home Standard, der ja in der zweiten Hälfte 2022 irgendwann auf den Markt kommen soll und die Großen der Industrie zusammenbringen möchte. Samsung, Amazon, Google, Zigbee Alliance etc. All die möchten ja dann miteinander sprechen und bessere Smart Home Kommunikation fördern in dem Bereich. Amazon, der einzige in dem Verbund eigentlich, zumindest von den ganz Großen, die keine eigene Streaming-Geschichte haben, also wie Apple Play oder Google Chromecast etc., die Geschichten hat Amazon nicht und deshalb ist sie auch der treibende Part dahinter, die unter der Matter Alliance auch noch ein Audio-Streaming- und Video-Streaming-Lösung mit einbringen möchten. Sie sind auch diejenigen, die das Ganze zuerst integrieren werden. Apple, Google und die anderen könnten das auch, wenn sie dann wollen würden. Das Ganze basiert unter anderem auf einer Technik, die Apple weiterentwickelt hat, die HSL-Geschichte. Und ja, mal schauen, ob das Ganze dann auch kommen wird. Zumindest sind die ganzen Apple-Devices und Android-Devices dieser Welt fähig, diese Geschichte zu unterstützen. Man müsste es dann nur überall halt auch richtig implementieren. Wir werden es also sehen, ob wir bald auf dem Fernseher auch einen einheitlichen Streaming-Standard hinbekommen, obwohl ich da nicht groß Probleme habe. Unter Google nehme ich immer die Google-Lösung, und also unter Android, und bei Apple logischerweise AirPlay. Teilweise sogar unter Android auch AirPlay mit ein paar kleinen Tricks, Hacks und solchen Geschichten, die dann da möglich sind. Neuigkeiten gibt's zu der Apple Wallet App. Bei der Ankündigung von iOS 15 hat man ja gesagt, dass man die Wallet stärker aufbohren möchte. Jetzt kommen die ersten Hotelschlüssel auf das iPhone. Und das passiert in der Hyatt Hotelkette, zumindest in den ersten 6 Hotels: Hawaii, Key West, Dallas, Chicago, Silicon Valley und Long Beach. Die führen das nämlich ein. Speziell daran ist, wenn man eben ins Hotel kommt, eingecheckt hat, bekommt man den Schlüssel direkt aufs iPhone gespült, also die Möglichkeit, dass man es da integrieren kann, und man kann das Zimmer auch eine gewisse Zeit, wenn der Akku unten ist, also kein Akku mehr da ist, auch noch als Zimmerschlüssel nutzen. Das ist auf jeden Fall nicht der verkehrte Weg, würde ich sagen. Dann habe ich Neuigkeiten zu der Fritz App Smart Home. Die hat für den Fritz Deckt 500, das ist die smarte Birne aus dem Hause AVM, ein sehr schickes Update bekommen. Etwas, was ich an der Birne zu bemängeln, in Anführungs- und Schlusszeichen, hatte, ist die Möglichkeit der Lichtgebung, wenn es in die Koloration geht, also verschiedene Farben. Da hatte man einfach, ich glaube, es waren 16 Punkte, die man anwählen konnte von verschiedenen Farben. Jetzt habt ihr das komplette Spektrum und könnt da auf Kreis, wie man es halt von Computer, Bildbearbeitungsprogrammen kennt, im Kreis rundherum die Farbe auswählen, die man dann eben haben möchte. Hat somit viel mehr Abstufungen, viel mehr Möglichkeiten, und das gefällt mir. Also wer Smart Home Produkte aus dem Hause AVM besitzt, sollte das Update auf die 1.6.0 auf jeden Fall installieren. Gute Neuigkeiten gibt's für Fans von originalen Instagram. Anscheinend will Facebook oder der Meta-Konzern hinter dem Ganzen im 2022 den chronologischen Feed in die App zurückbringen. Wir dürfen gespannt sein, ob das wirklich so kommt. Man möchte aber nicht am aktuellen Feed loswerden, sondern den optional nebenan anbieten. Zusätzlich soll man auch noch an einer dritten Version arbeiten, bei der man die gewisse
gute Freunde oder markierte Freunde, in dessen ihren Posts als erstes angezeigt bekommt. Und zu guter Letzt, heute habe ich noch etwas zum USZ, das ist das Universitätsspital in Zürich. Die haben neuerdings einen Desinfektionsroboter im Einsatz. Nach dem ersten Reinigen geht der rein und reinigt automatisch mit UVC-Strahlen, Bakterien und Viren im Zimmer. Je nach Zimmergröße braucht er dafür ca. 15 Minuten. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.